Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Planet Zoo. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sind immer noch dran, rettet unser Franchise. Die Kohle geht immer weiter runter, die Leute sind immer unzufriedener. Ich brauche mehr Personal, aber ich habe kein Geld. Ich kann nicht so viel verdienen mehr. Hier, die steht zwar Schlange, aber das Ding macht trotzdem Miese. Und zwar immer mehr. Ich weiß nicht, ob ein neuer Zug was bringt, weil das Problem ist, die stehen auch nur hier Schlange. Hier nicht. Ich muss hier mehr Leute hinführen. Und das kann ich eventuell machen, indem ich hier jetzt doch die Pandas reinzimmer. Deswegen bleibt mal dran. Gehege ist ja schon großteils fertig und hier auch das Hauptgebäude. Bisschen groß für das Gehege, fällt mir gerade mal auf, aber ich finde das cool, das hatte ich mir immer selber gebaut. Und deswegen können wir das hier auch schön mit einbinden, dann fehlt mir nur ein bisschen Pflanzen und dann haben wir das auch schon mit dem Gehege. Ist auch mal angenehm, oder? Wenn wir die ganze Zeit nur Speedbuild machen müssen. Einfach nur ein bisschen Pflanzzeug rein. So. Der Baum, der darf auch nicht fehlen, den finde ich immer ziemlich nice. Und hier müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen was verkleiden, damit die hier nicht hoch können. Ich hoffe mal, die springen da auch nicht ins Wasser. Na, hier haben wir so ein paar Steinchen einzeln hin, ein paar Ecken. Ein bisschen Grünzeug links und rechts. Ist das Gehege ja quasi schon durch. So schnell haben wir noch kein Gehege fertig gebaut. Genau, etwas größerer Baum. So. Jetzt gehen wir hier mal auf großer Banda. Wir haben ja schon echt viel freigespielt. Hier meine Höhle. Fressposition. Getränkestation. Zwei Stück. Glockenspiel. Da was hin. So. Da muss man ein bisschen runter. Bereiche haben wir schon festgelegt. Müssen hier nochmal verbinden. Ja, irgendwie war mich farblich da etwas irritiert, aber es scheint zu passen. Jo, fertig. Ich hoffe, das reicht zuerst mal. Wie gesagt, wir müssen ja Personal sparen. Aber wir müssen den Tierpfleger dafür einstellen. Was natürlich auch wieder super ist. Also sonst funktioniert das nicht. Geben dem im Arbeitsbereich den richtigen. Den großen Panda. Und gucken im Tierhandel nach großen Pandern. So, da sind sie auch schon. Entschuldigung. Es gibt keine Männchen, Weibchen. Boah, sind die teuer, ey. Egal. Müssen wir gleich. Ein Albino-Panda, deswegen ist der so teuer. Mal gleich nochmal schauen hier. Ja, der ist nicht zugänglich, deswegen stehen die da alle. So. Ich warte noch hier auf den einen Bereich. Ich glaube, der macht mich wegen dem. Er ist ja gleich durch. Jetzt müssen wir hier noch auf den großen Panda warten. Bis der drin ist. So, mal nebenbei mal gucken. Oder noch ein Männchen.
Vater kommt da noch. Der Jute. Ah, hier, doch, natürliche Begrenzung. Finde ich super. Der kann hier nirgends, der kommt nur da nicht hoch. Das müssen wir mal umstellen. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Kannst ja trotzdem überall hin. Jo, passt. Und jetzt kommt er doch da rum. Ach, komisch. Wie geht's dir denn so? Geländemäßig gut? Pflanzenmäßig auch gut? Guck mal, da kommen die ersten schon reingerannt. Kriegen sie hier mal direkt die Info. Da haben wir auch schon eine Infotafel stehen. Laufen die ersten quasi hinten rum. Das finde ich super. Mal gucken, dass das geldlich ausreicht. Mein Gebäude hatte ich ja, wie gesagt, aus dem alten Safe Game von mir. Die Blueprint, die ich selber gebaut habe. Ich finde die schon mal wieder klasse. Dann kann man hier drin nicht rumspielen, weil hier drin nicht ein Dings. Nicht, weil er erst beenden musste. Wo treibt er sich denn um, der Süße? Ein Baum. Ein Panda im Baum. Geil. Kommt der da wieder runter? Brauchen nur noch ein Weibchen. Keine Chance hier. Oh, das macht die süß, alle vier. So, wir brauchen hier noch Spinnenboxen. Irgendwann kommt er hoffentlich auch aus seinem Berg da raus. Das ist eigentlich die Idee, warum stelle ich die nicht hier rüber? So, mache ich den Weg ein bisschen breiter. Der Ofen ist echt ein faules Stück. Deren Erforschung abgeschlossen. Camel ist durch. Dann können wir hier schon mal auf den Panda ansetzen, damit der nicht so viel Langeweile kriegt. Gucken wir mal Einrichtung, ob wir noch was fürs Kamel bekommen haben. Trampeltier, Entschuldigung. Trampeltier heißt du.
Tee wie Trampel. Du bist auf jeden Fall neu, dich kenne ich auch nicht. Und die Fasssäule hier. Aber hier wieder filtern auf große Panda. Das meiste haben wir dementsprechend sogar schon freigespielt. Das haben sie, das haben sie. Ganz gut soweit. Ist der immer noch da oben? Sind die Vögel? Der kackt immer noch hier oben runter. Wie bist du denn da hingekommen? Ich wollte eigentlich mal gucken wegen Klettermöglichkeiten, aber braucht er ja gar nicht. Hauptsache der hat Auslauf. Und der hat Spaß hier. Auch noch richtig miese, aber wenigstens denken die Leute nicht mehr, dass wir zu teuer sind. Ja, vielleicht sogar noch mal was am Preis machen. Wenn keiner umdreht, ist alles gut. Ja, das Gebäude ist jetzt auch nicht zu fett hier, finde ich. Hier müssen wir sowieso noch mal ran. Der Kleine schon wieder hin. Hängt der schon wieder im Baum? Oh, nee, macht Nickerchen. Ja, wir müssen mal noch gucken hier. Ich brauche ein Weibchen. Es nächtelt. Oh, es geht immer weiter runter und ich kann einfach nicht mehr hier. Wir müssen jetzt echt die Kohle im Auge behalten. Hier am Machen und tun. Hier wieder keine Sauberkeit. Das bin ich selber, das passt. Na, wenn, sobald ich hier wirklich mal wieder ein Plus sein sollte, machen wir den vorderen Bereich mal schick. Gefällt mir alles gar nicht. Dass hier so frei rumstehen, können wir hier vielleicht ein Insektengehege machen. Einen Eingangsbereich wollte ich hier so hinsetzen, wo denn der Faunbereich dran ist. Irgendwie sowas. Aber erstmal brauche ich Plus dafür. So, dann ist die Schlange durch. Mal die Schlange mal suchen. Muss ja einen von denen hier jetzt sein.
Wo seid ihr denn? So, bleibt eine Schlange drin. Ja. Krankheit ist bedrohlich. Die Pflege ist schon am Start. Kleine Inzucht. Das ist sterilisiert. Fett genug. Gehege 16. Hast du keinen Gehegennamen? Ich will ja gar nicht durch hier. Schin Schuppentier. So. Euch geht's auch gut, ne? Ihr seid gechillt. Es geht immer weiter runter. Das kann doch nicht sein, ey. Aber ich habe ja, wie gesagt, schon ein paar gespielt und immer so an diesem Punkt. Fange ich an, pleite zu gehen. So nach der fünften oder sechsten Tierart. Ich gebe jetzt noch nicht mal Geld hier aus. Da. Ja, auch glücklicher. So ein faules Tier, ne? Und der da weg? Ja, ja. Der kann auch echt schwimmen, ne? Aber Gott sei Dank springt er hier nicht rein. Das ist schon mal besser geworden im letzten Jahr, aber wir müssen immer noch weiter hoch. Versorgt die Stromquelle. So, hier können wir mal durchgehen, da können wir auch noch mal Kohle scheffeln. Wenn die sich nämlich so schön vermehrt haben. Sie ist trächtig. Nichts drin, habe ich wahrscheinlich alle gerade erst verkauft. Ja, sieht so aus. Schade. Ja, wie gesagt, Panda-Gehege steht. Ich sage Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.